Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2 mit mir, dem Endking. So, in dieser Folge befinden wir uns hier mit unserer Family und diesen beiden komischen Leuten, wie hieß sie nochmal? Evelyn und Wesley im Schlepptau auf der Flucht vor der dunklen Brut, beziehungsweise vor der gesamten Verderbnis eigentlich, weil die ja unsere schöne Stadt Lothering eingenommen haben, beziehungsweise ja Schutt und Asche verwandelt haben. Ja, wir sind ein kleiner Trupp hier und wir wollen uns eigentlich verpieseln. Wohin wir gehen wollen, wissen wir eigentlich noch nicht ganz genau, oder? Ah, doch. Unsere Mutter hat vorgeschlagen nach Kirkwall, aber wir meinten erstmal weg hier von der Verderbnis. Deswegen, ja, gehen wir von meinen hier den Weg weiter. Wir sind ein geiler Magier, der hier erstmal tote Flüchtlinge ausraubt. Ja, vorbildlich. Und ach, da sind schon wieder. Ja, hier sind wieder ein paar Leute. Was ist denn Schüler der Gesandten? Was ist denn ein Schüler der Gesandten? Habe ich noch nie gehört, oder? Weiß gerade nicht. Nein! Knapp verpasst. Erstmal auf die Olle hier schützen. Ist das ein Typ? Kann ich gerade nicht einordnen. Moment. Kann ich First Person machen? Nee. Aber das Vieh sieht... Boah! Das sieht ziemlich hässlich aus. Bah! Das will ich ordentlich platt machen hier. Na los! Wieso greifen wir nicht hier mal an mit Geistschlag? Ja, weggeballert hier. Wham! Flap, flap, flap. Oh, wir sind hier schon ziemlich angeschlagen. Aber mit unserem geilen Eisstab, den ich hier mal ausgerüstet habe, werden wir das sicher schaffen. Ach ja, und ihr habt es wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt. Was ist das denn? Da hinten geht ja auch noch was ab. Schnell. Flap. Ja. Habe ich meinen Charakter nochmal neu gemacht. Einfach, weil ich was vergessen habe. Was, ja, nicht was Entscheidendes, aber was mir am Herzen lag. Und zwar das Aussehen. Ey, wie viele kommen denn hier noch? Ich will was hier erzählen, ey. Verdammte Säcke. Unglaublich. Hat Bethany noch irgendwie einen geilen Zauber? Nein, hat sie auch alle aufgebraucht. Schildverteidigung. Wieso hat sie das denn nicht aktiv? So, jetzt müsste sie eigentlich ein besserer Tank sein. Ja, mein Aussehen habe ich geändert. Ihr seht es vielleicht, ich habe so einen Blutstreifen im Gesicht. Sieht ziemlich geil aus und im Trailer hat er das auch drin. Deswegen das nochmal geändert. Ja, die einzige Änderung, die man an diesem vorgefertigten Charakter machen kann. Aber nun gut, ich finde das so geiler einfach. Weil er sich... Ja. Klar, wir gehen jetzt in die Wildnis. Aber erstmal hier so ein Totem der dunklen Brut klauen. Kann ich mir aufstellen. Ja, weil er im Trailer sich das so... Weil er so Blut an den Händen hat und sich das dann ins Gesicht schmiert, bevor er dann in den Kampf geht. Das sieht einfach ultra geil aus. Deswegen muss ich das hier auch im Let's Play verwenden. Es sieht einfach genial geil aus. So, zwischendurch natürlich speichern. Ich bin leider ein Speicherfreak und werde, so oft wie es nur geht, speichern. Ein toter Flüchtling. Oder ein... Ach, hier war die Truhe, genau. Ich habe noch nie einen Schurken genommen, deswegen konnte ich das bisher noch nie aufmachen, die Truhe. Das regt mich immer so auf, dass man unbedingt hier einen Schurken nehmen kann, weil... Oh, die Korkari-Wildnis. Aha. Soll ich das vorlesen? Ach komm, so ein bisschen kann ich hier vorlesen. Über die Chasend und die Korkari-Wildnis. Achso, ist ein Punkt, ja. Die Korkari-Wildnis. Punkt. Es heißt, mitten während des schwarzen Zeitalters, als Werwölfe in solcher Zahl Ferelden heimsuchten, dass die Bauern in den Häusern blieben und jeder Hof einen Hund hatte, habe sich ein mächtiger Aal der Alamari erhoben und geschworen, er werde der Bedrohung ein Ende bereiten. Sein Altum lag an der Grenze des dunklen Waldes, in den südlichen Ausläufen, Läufern des dunklen... Nee. Doch. Nee, des Tals von Ferelden. Und er behauptete, die Werwölfe würden ihre mitternächtlichen Angriffe auf die Menschen in diesem Wald vorbereiten. Ja, beschreibt wahrscheinlich hier, wie das hier ausgesehen hat. Finde ich es eigentlich nicht so interessant, weil man schon genug erfährt bei Dragon Age Origins. Das ist hier eigentlich alles abgestorben. Je weiter man sich südlich befindet und da haben für die Chasend gewohnt, so ein Volk. Und davon gibt es noch ein paar Sachen. Aber so viel erfährt man über die auch nicht. Das ist deswegen total uninteressant. Wir verpissen uns ja hoffentlich hier so bald wie möglich. Oh, schönes Plateau. Sieht nach einem Kampf aus. Ja. Maker, give me strength. Du Drecksack, du hast meine liebe Schwester gemeuchelt. Jetzt habe ich nur noch diesen bekackten Bruder hier. Verdammte Scheiße. Friss den hier, ey, Junge. Das geht ja gar nicht mal klar hier. Flap.
Wie geil ich hier mit der Kamera spielen kann. Oh nein, ich wollte eigentlich hier zwei machen. Nein! Aua, es tat weh. Zum Glück habe ich hier meinen Hund, der mir hier beisteht. Oh, wir sind alle eine Stufe aufgestiegen. Hab ich gar nicht gecheckt. Ich glaube, das sollten wir nochmal kurz machen. Bisschen was auf Magie machen, Moment. Die einen Teil. Oh. Ich glaube, das ist vielleicht doch besser als Willenskraft, denn dadurch machen wir mehr Schaden mit unseren Zaubern. Ich glaube, das macht ja wirklich ein bisschen mehr. So, was können wir jetzt auswählen? Pyromant. Durch die große Erfahrung im Umgang mit Flammen erhöht sich jeglicher Feuerschaden, den der Magier verursacht. Hört sich natürlich richtig geil an. Aber ich hätte gerne auch mal einen anderen Zauber, wie die eisige Umarmung. Ach komm, das ist ziemlich geil, glaube ich. Kava, kriege ich ein bisschen mehr auf Stärke und eine Konstitution. Er braucht gar keine Geschicklichkeit, aber hier in seinem Tree kann auch was Gutes gebrauchen. Kann ich noch was Gutes auswählen? Die Griff des Riesens? Was ist das denn? Die zweihändigen Angriffe des Kriegers sind so kraftvoll, dass jeder eine Schockwelle verursacht. Hört sich geil an. Yes, und Evelyn. Die brauchen ein bisschen mehr auf Konstitution. Ja, komm. Die ist ja hier unsere Tankbraut. Deswegen Schlachtenmeister oder Waffe und Schild. Nee, Waffe und Schild. Dann mache ich jetzt Schildschlag. Ah ja. Ne, guten alten Schildschlag kennen wir auch noch von Alistair. Gucken, wie sie den ausführen kann. Mal schauen. Ey, lass dich doch nicht so gleich unterkriegen hier. Mach mal Schildschlag, los. Bam. Boah. Volles Futter aufs Maul hier. Geil. Oh, leider haben wir nicht gesehen, wie eisige Umarmung wirkt. Schon wieder weg, aber egal. Kommen noch ein paar. Flap. Ja. Geile Sache. Weg hier. Nein, die kommt von hinten. Scheiße. Hat Kava nicht mal hier seine neue Fähigkeit angewendet? Na. Oder ist sie immer aktiv? Nicht ganz kapiert, aber egal. Oh, gleich haben wir eisige Umarmung wieder. Komm. Und eisige Umarmung, habe ich gesagt. Ja, komm. Ja, geil, auf den Hörlaufschläger. Der hat's gleich hinter sich. Ja. Die haben sich jetzt alle hinter sich. Nein, noch nicht. Ey, kack mal ab hier. So, es müssten alle gewesen sein. Geil. Nein, Bethany. Wake up. The battle's over. We're fine. I'm sorry, Mistress. Your daughter is gone. No. These things will not take Bethany. Sie ist tapfer gestorben, meine Mutter, meine liebe Mutter. Ich werde sie immer in Ehren halten. Bethany risked her life to save us. I don't want a hero. I want my daughter. How could you let her charge off like that? Oh, my poor little girl. My sweetheart. If we stand here weeping, the Darkspawn will take the rest of us too. Allow me to commend your daughter's soul to the Maker, Mistress. Ashes we were and ashes we become. Maker, give this young woman a place at your side. Let us take comfort in the peace she has found in eternity. I will never forget you, Bethany. Sie wird nicht alleine sein. At least Father will have company now. Flames, we're too late. Can't we talk about... Kacke! Noch mehr! Ah, den werden wir jetzt sowas von eingeben, ey. So, vielleicht kann ich mehrere erwischen. Ja, wenn ich da einziele. Nein, so kann ich nicht da einzielen. So, nein, so. Frisst mein Feuerball! Ja, geil. Oh. Hauptsache Wesley steht einfach so dumm, wie er ist, rum und Mutter rennt einfach wie eine Bekloppte hin und her, ey. Gibt's ja nicht, ey. So, und ich hier. Ah, wieso habe ich meinen Hund gar nicht beschworen? Hund, komm her! Ja, ich habe ihn extra Hund genannt. Nein. Ich weiß nicht, wieso er einfach nur Hund heißt. Ich hätte ihn gerne Conan genannt oder sowas. Aber geht anscheinend leider nicht. Was ist das denn hier? Geht mal weg hier. Also. Greif doch an, du!
What have we here? It used to be we never got visitors to the wild, but now it seems they arrive in hordes. Nettes Kunststück, das will ich auch können. Impressive. Where did you learn how to turn into a dragon? Perhaps I am a dragon. If so, count yourself lucky. The smell of burning darkspawn does nothing for the appetite. If you wish to flee the darkspawn, you should know you are heading in the wrong direction. So you're just going to leave us here? And why not? I spotted a most curious sight. A mighty ogre vanquished. Who could perform such a feat? But now my curiosity is sated, and you are safe for the moment. Is that not enough? Sie kann sich in einen Drachen verwandeln. Wer mag das wohl sein? Also aufgrund der Neudesignung des Spiels sieht man es vielleicht nicht, aber nochmal wirklich alle aufzuklären. Es ist Flemeth. Die gute, alte, gute, böse, gute, keine Ahnung, gut, ob gut oder böse, aber auf jeden Fall ist es die alte Hexe, die wir noch aus der Kokari-Wildnis kennen. Und ja, wo sind wir hier? Ja, in der Kokari-Wildnis. Aber ziemlich komisch, eigentlich sollte sie ja bei uns sein, bei unserem Stadtelfen und den heilen, aber naja, zu welchem Zeitpunkt wir uns hier befinden, kann man natürlich jetzt nicht sagen, deswegen nehmen wir das einfach mal hin. Und ja, wir sind auch Magier, also ich will auch ein Rache sein. Klar, ist ja ziemlich geil. Kann ich alle auch alle so verbrennen. Cool. You can show me that trick of yours. That looks useful. I dare say it is. Such a clever tongue for a mage. Tell me, clever child. How do you intend to outrun the blight? We're going to Kirkwall in the Free Marches. Kirkwall? My. But that is quite the voyage you plan. So far, simply to flee the Darkspawn. Ja, was würdet ihr denn vorschlagen? Wieder zurück nach Ostagar gehen oder was? Oder zurück nach Lothering? Any better suggestions? I hear the deep roads are vacant now. Oh, you I like. Hurtled into the chaos, you fight, and the world will shake before you. Is it fate or chance? I can never decide. It appears fortune smiles on us both today. I may be able to help you yet. Hä? Einfach so? Ja, wo ist denn da der Haken? Als ob wir ihr vertrauen können. Also in unserer Position, wir kennen sie ja noch nicht. Das ist auch eigentlich gut so. Aber trotzdem, so eine alten Hexe, die sich in Drachen verwandeln kann, oh Gott, das ist ziemlich suspekt, nicht wahr? Dass sie uns einfach so helfen möchte. Und dann irgendwas davon labert, dass wir, dass die Welt vor uns zittern wird. Er zittern wird, sag ich mal so. There must be a catch. There is always a catch. Life is a catch. I suggest you catch it while you can. Should we even trust her? We don't even know what she is. I know what she is. The Witch of the Wilds. Some call me that. Also Flemeth. Asha Belinar. An old hag who talks too much. Does it matter? I offer you this. I will get your group past the Horde in exchange for a simple delivery to a place not far out of your way. Would you do this for a Witch of the Wilds? Einverstanden. Was denkt ihr anderen denn eigentlich? Und ich werde das Thema vertiefen. Hexe der Wildnis? What is a witch of the wilds exactly? A chastened legend. Witches that steal children. Bah, as if I had nothing better to do. Then you're an apostate. Yes, we have so much in common. Ja, aber ist sie bloß eine Magierin oder ist sie nur... Oder ist sie viel mehr? Naja. Warum geht ihr nicht selbst und bringt da, ja, euer Dingsbums, was auch immer, dahin, wo ihr es haben wollt? You would go through all that trouble to have something delivered. I have an appointment to keep.
It is far more convenient this way. Happily, you're not without your own needs. Mhm. Aber was erwartet ihr von uns? Einfach nur die Lieferung da abgeben und das war's? How much trouble will this delivery be exactly? About as much trouble as my saving your lives not 5 minutes ago. Wir müssen mehr wissen, aber jetzt kann ich die anderen gar nicht mehr fragen. Was ist das für ein Scheiß? Ah. Schon verstanden. Good point. If you knew my daughter, you'd know how seldom I hear that. Good point. Ach so. Ah, okay. Ja, Morgan sieht manchmal nicht, sieht nicht oft irgendwas ein, was andere so für Meinungen haben. Ja, was denken denn die anderen? Das wollte ich jetzt nochmal fragen. Should we trust her? Wesley is injured. We'll never escape the Darkspawn. If you need to, leave me behind. No. I said I would drag you out if I had to, and I meant it. Ja, mehr Feuer würde uns ziemlich helfen, würde ich sagen. Ja, wieso nicht? Roast a few more Darkspawn, I'll do anything you want. Sadly, my charity is at an end. There is a clan of Dalish elves near the city of Kirkwall. Deliver this amulet to their keeper, Marathari. Do as she asks with it, and any debt between us is paid in full. Before I take you anywhere, however, there is another matter. No, leave him alone. What has been done to your man is within his blood already. You lie! She's right, Aveline. I can feel the corruption inside me. Was für eine Verderbtheit! What are you talking about? From the Darkspawn. All that blood. I knew when it happened. Then how much time before you? Not long now, if I am any judge. Das klingt übel. This corruption is the permanent sort, I take it. The only cure I know of is to become a Grey Warden. And they all died at Ostagar. Not all. But the last are now beyond your reach. Aveline, listen to me. You can't ask me this. I won't. Please. The corruption is a slow death. I can't. Erlöst ihn von seinem Leid. Oder ich werde es tun. Tja. Ach komm, ich bin eher der Typ, der Leute nicht gerne leiden sieht und ihre Sachen übernimmt. Wie bei KOTOR 2 halt. Oder allgemein. Komm, ich werde es tun. Oder nein, sie ist aber... Ach. Ah, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Jetzt bin ich mir doch nicht so sicher. Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich es mache. Aber... Dann denkt sie wahrscheinlich die ganze Zeit, oh, wieso habe ich es nicht gemacht? Ich bin doch die, die ihr liebt. Ich sage erstmal, ihr müsst entscheiden, ja. He's your husband, Aveline. I can't decide his fate. Be strong, my love. Without an end, there can be no peace. It gets no easier. Your struggles have only just begun. Flemeth! I thought that might interest you. You expect me to believe a myth swooped out of the wild to save the champion. Oh, come now, Seeker. Do I need to recite the tale of the Warden as well? No.
Perhaps I shouldn't be surprised to hear of her involvement. I liked my version better, too. What else aren't you telling me, then? Did she send someone with the champion? In a matter of speaking. So it's true. Continue. But if you tell me they all flew to Kirkwall on a dragon... Nothing so fanciful, I assure you. The witch kept her word and got them to Gwarren, where they took ship. They sailed north across the Waking Sea, lashed by terrible storms. 2 weeks they spent in that dark hold, packed in with the fearful and the desperate. And then they saw it. Kirkwall, the City of Chains. Long ago it was part of the Imperium, slaves coming from far and wide to work the quarries. Now, it's a free city, but I use the word loosely. Sail through those black cliffs and you'll see what the slaves of old saw. The gallows, welcoming you. That's where their ship landed, with all the rest. They're not letting anyone into the city. What? There can't be. It's true. Look at them all. Are we really surprised? Everyone's fleeing the Blight. Just as we are. And they would throw us all back to the wolves. Unbelievable. Na, mich wundert es nicht. Ja, wir kommen ja auch in Scharen an, nicht wahr? I'm only surprised they let us dock. We need to find Gamlin. Our family has always been highly regarded in Kirkwall. He can do something, I'm sure of it. Let's hope he received your letter. The guards seem to be reporting to that man. Perhaps we should speak to him. Ja, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Denn ich bin ja so spät nach Hause gekommen. Und das Rendern dauert dann doch ein bisschen länger mit dem neuen Programm, was ich hier benutze. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich hier meinen Part. Bin der Endking und wenn euch der Part wirklich gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch, das fände ich echt geil. Und ja, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und lasst mir doch mal bitte einen Kommentar drunter, wie das mit dem Sound ist. In der letzten Folge habe ich es leider nicht so gut hinbekommen, dass der Sound vom Spiel laut ist, aber ich hoffe, dass ich es dieses Mal hinkriege. Und ja, KOTOR 2 kommt leider heute nicht mehr, denn das wäre dann viel zu spät. Ich habe dafür morgen erst ziemlich spät Schule, erst um 12, deswegen werde ich morgen früh wahrscheinlich was aufnehmen können. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann, ciao.